So, hier ist der Sonnen, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, sind wir uns gerade schwer. Freunde, wir gucken jetzt in den ersten Tag des Dschungelcamps raus. Letztes Jahr ist es ausgefallen, da muss man einfach, kommt es überhaupt, Corona etc. Deswegen, wir schalten jetzt rein, wühlen, wissen. So, ich bin gespannt, ob es irgendwo kurz, und wir schalten jetzt mal rein, was da genau losgeht. Ja, echt. Der richtige Dschungel ist wieder da. Im atemberaubenden Südafrika. Aber dieses Mal in Südafrika, ne? Sonst war das ja immer in Australien, jetzt sind sie in Südafrika, okay. Also es ist eigentlich ein kompletter Neustart und das ist wunderbar. Die Natur ist überwältigend. Oha. Neue Tiere. Oha, aber es ist echt cool da. Also die Landschaft und sowas ist schon ganz geil. Also jetzt gib mir ein bisschen mal vor. Der Glücklich, was Letztes erzählt er denn? Jahr kam die Pandemie. Du sitzt hier, findest nicht statt. Wenn ich hier im Lockdown in der Kälte im Garten sitze und keiner sieht mich. So krass Botox, oder? Ganz ehrlich mal. Was soll das denn werden? Okay, gut, es gibt noch ein bisschen weiter. Wenn wir irgendwann nochmal eine Prüfung sehen oder sowas eben halt. Okay, da gehen wir mal rein. Moin! Hi! Du Scheiße, wer ist das denn? Manuel. Hallo, ich bin hier in Südafrika. Das ist einfach zu geil! Du Scheiße. Mein Name ist Manuel Flickinger, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe beim ersten schwulen Dating-Format in Deutschland mitgemacht, bei Prince Charming. Nikolas. Oh Gott, okay, gut, wir gucken jetzt mal weiter. Was da so passiert. Okay, wer ist er denn? Wir gucken mal weiter. Und ich küsse deine Augen, ja? Ja? Verstehst du nicht, ne? Siehst du, genauso wenig verstehe ich dich auch. Also ich fühle mich gerade nicht sexy. Celebs, we're now going to check your bags. I'm a boss ass bitch, 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 Achso, die müssen ihre ganzen Sachen, wenn jetzt gefilzt, ne? Ja, okay, gut. Hey, come on. I'm a boss ass bitch. Naja, wenn das ein anderer mit mir gemacht hätte, wäre ich nicht so freundlich geblieben. Ist ihr Ernst? Tanga und so? Du Scheiße. And now you can repack your bags. Thank you, Janina. Hi. Tara. Okay. Drin? There a theme party in the jungle I have not been told about? Bikini oder was das? Well, Ja, er guckt we need schon a genau little bit of rum. fun. Oha, jetzt kommen die Jungs Oh, da. hello. Where are your luck? Oha, was hat der da The item. I show you. I have a cushion, but it isn't inside. I have a mouth spray. You can put your bag down. I'll do a further search. Das ist okay. Mal gucken, was er dann drin findet. What is this, Harold? This is a push-up, Andy. Push-up unter In the jungle? Yes, sure. Every day, even in the jungle. I'm not saying anything to the lions. Was ist das denn, ein Push-Up-Dings? Scheiße, okay, gut. Gucken wir jetzt mal weiter, weil die Folge ist echt lang. Möchte euch auch die Sachen zeigen, halt, die schon sehr, sehr interessant sind halt, ne? So, gucken wir noch ein bisschen weiter. Okay, das ist, glaube ich, die erste Prüfung. Schauen wir mal. Wir müssen nutzlos. Okay, Freunde, der erste Ball ist fest. Geil, Ey, du machst du das ganz gut. Scheiße, ey. Oh. Boah, guckt euch das mal heftig an. Da müssen wir alle befestigen und dann kommt der Stern, ne? Ach du Scheiße, okay. Nicht runtergucken! Okay, Freunde. Wir wissen, wie das Scheiß funktioniert. Komm mal, mach mal das Gleiche. Ach du Scheiße, okay. Das ist okay, wenn meine Arbeit mit dem gucken, einfach nur zu geil. Schieb und aus.
runtergefahren. Scheiße! Scheiße! Sagt einfach Scheiße, gibt's ja gar nicht. Hast du trotzdem super gemacht? Scheiße! Oh fuck! Ich bin zu früh abgesprungen! Aber das ist schon echt heftig, ne? Mein lieber Freund. Das kann man nichts anderes sagen. Ich küsse eure Augen. Digga, das ist aber der Spruch des Jahres. Er sagt immer, ich küsse eure Augen, aber ich küsse euer Herz. Oh, der Glückli. Ich küsse meine Hand. Thank you. Ich würde es probieren. Erik. Ich würde es auch probieren. Ich meine, wenn Janina probiert, können wir beide ziehen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich bin ja auch nicht schwer. Ich wiege ja nur 6 Kilo. Aber wenn sie halt runterfliegt, ist der Stern auch weg. Wenn du es willst, dann mach sie halt. Aber doch was zu. Aber doch was zu. Warum sollst du es nicht schaffen? Ja, ich sag ja, wenn... Oha, da bin ich mal gespannt. Du willst meinst du schaffst das? Dann mach doch. Ich habe mich gar nicht angeboten. Ich sag doch, du kannst... Oh, das ist diese typische Stimme, die erstmal mega diskutieren wird dann da. Nein, wenn sie das machen, das ist doch cool. Und dann lass ich es probieren. Du bist toll, du bist motiviert. Okay.